Als erstes werden wir Professor Klaus Dürre hören. Und für all die, die ihn noch nicht kennen, obwohl ich davon ausgehe, dass sehr viele von euch auch das ein oder andere von ihm schon gelesen haben oder vielleicht ihn auch schon in Veranstaltungen selbst erlebt haben. Klaus Dürre lehrt in Jena an der Friedrich-Schiller-Uni, leitet dort seit 2005 den Arbeitsbereich Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie und ist ein verlässlicher Debattenpartner und veröffentlicht auch vielfältige Beiträge zu den unterschiedlichsten Themen. Und wir wollen heute diesen Abend nutzen, und das ist mein Einstieg zu ihm, natürlich die Debatte zu öffnen, mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen, mit Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern ins Gespräch zu kommen, ihre Sichtweise auf die Situation und die Probleme, über die Bernd schon ein Stück geredet hat, auch mit einbeziehen in unsere Diskussion, weil wir natürlich auch und nicht zuletzt wegen der Wahlkämpfe, sondern auch für die Zeit zwischen den Wahlkämpfen wissen, dass wir alleine als Partei nicht allzu viel bewegen können, sondern dass wir Bündnispartnerinnen und Bündnispartner und den inhaltlichen Input von außerhalb der Partei brauchen. Und damit übergebe ich zunächst an Klaus Dürre. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Das sagt jetzt der Soziologe und Wissenschaftler. Liebe Genossinnen und Genossen, das sagt der parteilose Sozialist. Na, wartet erst mal ab. Auch der hat Kritisches zu sagen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, weil es ja nicht immer vorkommt, dass ein Forschungsthema sozusagen direkt an der Nahtstelle auch der politischen Diskussion ist. Mit diesem Thema ist das allerdings schon sehr lange so. Ich versuche hier gerade das aufzurufen, was ich finden möchte. Dennoch ist es so, dass wann immer ich habe das zuletzt bei der Linken, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht, mit den Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeitern auf einer großen Konferenz, wann und wo immer man über Prekarität redet, hat man doch noch das Gefühl, dass sehr viele über sehr unterschiedliche Phänomene und Sachverhalte reden. Das liegt im Begriff selbst und in der Schwierigkeit der Materie. Deshalb will ich wie folgt vorgehen. Ich will erstens etwas sagen zum Begriff von Prekarität, Prekariat und so weiter. Ich will zweitens etwas sagen zu Prekarisierungstendenzen in der Bundesrepublik. Da ist Bernd schon drauf eingegangen. Ich stelle das unter die Leitthese. Wir haben es mit der Tendenz zu einer prekären Vollerwerbsgesellschaft zu tun. Tendenz ist die Betonung. Und drittens will ich etwas sagen zu möglichen politischen Schlussfolgerungen und komme da auf das Thema AfD nochmal zurück. Ich muss vorausschicken, ich komme direkt aus Italien, wo unser Institut getagt hat, und bin nach dem Fußballspiel gestern Abend ziemlich angeschlagen. Deshalb müssen wir mit dem, ja, als ideologischer, fußballideologischer Dortmunder war das ein schwarzer Tag gestern, ja, in jeder Hinsicht. Deshalb müssen wir das jetzt mit dem PowerPoint etwas improvisieren. Er hat so viele Charts, aber da ich weiß, dass viele gerne auch solche PowerPoints mitnehmen, ist lieber mal eine Chart zu viel, aber wir überspringen auch einiges, sage ich gleich voraus. Also erstens zum Begriff Prekarität. Was meint Prekarität? Prekarität kommt aus dem Lateinischen, vom lateinischen Precarium, und meint ein bestimmtes Rechtsverhältnis, nämlich die Bittleihe. Dieses Rechtsverhältnis ist dadurch gekennzeichnet, dass der Verleiher eines Guts oder einer Sache jederzeit die Möglichkeit hat, dieses Gut oder diese Sache zurückzufordern. Das heißt, es ist ein instabiles, asymmetrisches Rechtsverhältnis, wo die, die Macht auf der einen Seite liegt und die Ohnmacht auf der anderen Seite. Der Gegenbegriff dazu wäre ein stabiles Rechtsverhältnis, und damit hat man auch schon einen Kern der Bedeutung von Prekarität. Im Duden würde man lesen, heikel, unsicher, auf Widerruf gewährt. Und genau das trifft auf die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse zu, die man mit diesem Begriff Prekarität belegt. Prekarität und Prekarisierung bezogen auf die aktuelle soziologische, sozialwissenschaftliche und auch öffentliche Debatte bedeutet, dass wir es mit etwas zu tun haben, was mein verstorbener Freund Robert Castell als Wiederkehr der sozialen Unsicherheit in die an sich
reichen und noch immer überaus im Verhältnis überaus sicheren Gesellschaften des globalen Nordens bezeichnet hat. Er hat das mit einer besonderen Zeitdiagnose versehen. Weiter. Ja, müssen wir jetzt so machen, nicht? Und zwar mit folgender Hypothese. Da ich nur eine Viertelstunde habe, muss ich das im Schweinsgalopp machen, nicht? Die wohlfahrtsstaatlich regulierten Gesellschaften des reichen globalen Nordens spalten sich, die Arbeitsgesellschaften dieser Länder spalten sich tendenziell in drei Zonen. Die Zone der Sicherheit, in der sich diejenigen befinden, die noch in halbwegs geschützten Vollzeiterwerbsverhältnissen sind. Ganz unten die Zone der Entkopplung, in der sich diejenigen befinden, die überhaupt keine Chance haben, reinzukommen, in offizielle Erwerbsarbeit, in legalisierte Erwerbsarbeit. Und dazwischen eine Zone der Verwundbarkeit, in der sich all diejenigen befinden, die dauerhaft auf die Ausübung eines unsicheren, heiklen, prekären Jobs angewiesen sind. Ich würde behaupten, dass wir diese Tendenz tatsächlich inzwischen in allen europäischen Gesellschaften finden. Wir finden sie, ich hätte früher gesagt, mit Ausnahme der skandinavischen Gesellschaften, wir finden sie inzwischen aber auch dort. Wir finden sie in unterschiedlichen Ausprägungen. In den südeuropäischen Krisenländern kann man sagen, dass die Mehrzahl der Menschen sich in prekären Verhältnissen befindet. Nicht? Wenn man die Zahlen in Griechenland nimmt. Es sind ja nicht nur, wie die offiziellen Zahlen ausweisen, 25% Erwerbslose, sondern es sind über 30%. Es gibt ganz viele, die zur Arbeit gehen, aber seit Jahren keinen Lohn kriegen und so weiter und so weiter. Ich will das nicht ausmalen, es sind Mehrheiten, Bevölkerungsmehrheiten in prekären Verhältnissen. In der Bundesrepublik ist es noch so, dass sich eine Mehrheit der Beschäftigten, zumindest in der Zone der Integration oder der Zone der Sicherheit befindet, die sozusagen auch die Relation zu dem bildet, was man als Prekarität definiert. Also Prekarität kann immer nur definiert werden in Relation, im Verhältnis zu etwas anderem, nämlich zu dem, was gesellschaftlich als Standard definiert wird. Das heißt, sie bedeutet auch von Land zu Land, von Region zu Region anderes. Nicht? Hängt immer davon ab, auf was sich dieser Begriff eigentlich in der Relation bezieht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In dieser Typologie, die meine Forschergruppe erstellt hat, ist schon in diesen Typen, die integriert sind, etwas angedeutet, was ich jetzt sehr holzschnittartig zusammenfasse. Die Typen, die in diesen Zonen abgebildet sind, nehmen immer schon mit rein, wie gehen Menschen mit unsicherer Arbeit, mit unsicheren Erwerbsverhältnissen um. Und da kann man schon sehen, wenn ich das jetzt knapp zusammenfasse, dass wir, wenn wir von Prekarität reden, mit höchst unterschiedlichen Phänomenen zu tun haben. Ganz unten in der Zone der Entkopplung finden wir diejenigen, die nicht mehr reinkommen, aber zum Beispiel bei diesem Typus, die Veränderungswilligen, finden wir junge Leute, die davon ausgehen, dass das eine vorübergehende Phase ist und wenn sie sich genügend anstrengen, werden sie den Sprung schon schaffen. Während es andere gibt, die lange in Hartz IV sind, die nicht die geringste Chance haben und die das völlig anders verarbeiten, die versuchen sich irgendwie durchzuschlagen und so weiter. Wir haben sehr unterschiedliche Verarbeitungsformen von Prekarität in der Zone der Verwundbarkeit. Also wir haben junge Leiharbeiter, die ebenfalls davon ausgehen, auf Zeit machen wir das, vielleicht sogar eine gute Orientierungsphase und dann machen wir den Sprung. Es gibt sogar inzwischen junge Leute in den großen Betrieben, selbst in Ostdeutschland, Opel Eisenach, die sagen, ich nehme lieber einen befristeten Vertrag, weil ich komme dann leichter raus, wenn ich ein besser entlohntes Beschäftigungsverhältnis finde. Nicht? Und wir haben, darauf kommt es mir an, in der Zone der Integration spezifische Ausformungen von Prekarität. Es scheint ein Widerspruch in sich, der sich aber schnell aufklärt. Dieser Typus 3, die Abstiegsbedrohten, ist ein ganz entscheidender. Das sind Leute, sagen wir mal, bei Opel Bochum, die wissen, dass ihr Betrieb in die Binsen geht, dass sie ihre Beschäftigung verlieren und dass sie, so sie Ü45 oder Ü50 sind, in der Region nichts Vergleichbares mehr finden werden. Und wenn es ganz schlecht läuft,
sind sie nach anderthalb Jahren, zwei Jahren bei Hartz IV. Und Hartz IV, das müsste da ganz unten an der Grenze, Zone der Entkopplung, Zone der Prekarität stehen, ist ein Status oder konstituiert einen Status unterhalb der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität. Das ist die entscheidende Funktion von Hartz IV. Hartz IV, wer sozusagen mit dem Stigma Hartz IV belastet ist, 7 Jahre lang haben wir Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher befragt, empfindet für sich nicht voll, also nicht Bürgerinnen und Bürger erster Klasse im Vollbesitz aller Rechte zu sein, sondern Dennison, Halbbürger, Halbbürgerin, nicht vollständig entrechtet, aber eben auch nicht im Vollbesitz der sozialen und Partizipationsrechte. Hartz IV ist wie ein Stigma, ist wie ein Stempel. Und schon die Furcht derjenigen, die noch drin sind, auf einen solchen Status zurückfallen zu können, hat Enormes ausgelöst in dieser Gesellschaft. Hat unter anderem die Sozialdemokratie gespalten und sie leidet heute noch dran. An dieser Politik ist völlig unterschätzt bis heute, was das eigentlich bedeutet. Wir sehen aber an diesen unterschiedlichen Ausformungen von Prekarität, was möglich ist. Man kann die eine Prekarität gegen die andere ausspielen. Ja? Man kann diejenigen, die in der Zone der Verwundbarkeit im Niedriglohnsektor sind, ausspielen als hart arbeitende Leute, die nicht sehr viel mehr kriegen gegen die Hartz-IV-Leute, die angeblich auf der faulen Haut liegen. Und man kann die Hartz-IV-Leute ausspielen gegen die sogenannten Wohlfahrtsflüchtlinge aus Osteuropa, die nur kommen, um angeblich um die Sozialleistungen abzugreifen. Und die wiederum kann man ausspielen gegen Fluchtmigranten, die überhaupt keinerlei Rechte haben. Und so weiter und so weiter. Ich deute das an, ich komme auf diesen Punkt nochmal zurück. Ich fasse zusammen, ein Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis ist dann prekär, wenn es a. nicht dauerhaft, b. oberhalb eines von der Gesellschaft definierten kulturellen Minimums, damit meine ich nicht Hartz IV, sondern eines lebenswerten Minimums, existenzsichernd ist und deshalb in den Dimensionen Sozialintegration, also Integration in Gesellschaft, Anerkennung durch Gesellschaft, Partizipationsrechte, Möglichkeiten zu einer längerfristig ausgerichteten Lebensplanung dauerhaft diskriminiert. Das wäre meine Definition von Prekarität. Da kann man schon sehen, es ist ein sehr differenzierter Begriff mit unterschiedlichen Ebenen. Man kann ganz leicht argumentieren, wenn man die Partizipationsdimension nimmt, dass die verwundbarste Gruppe die Fluchtmigranten sind, weil eben überhaupt nicht über den Staatsbürgerstatus und die damit verbundenen Rechte verfügend. Nicht? Wichtiger Punkt. Jetzt komme ich zum zweiten Schritt, zur prekären Vollerwerbsgesellschaft. Jetzt gehen wir mal weiter. Was ist damit gemeint? Ich will vorher aber noch eines deutlich machen. Wenn man verhindern will, dass unterschiedliche Prekaritäten gegeneinander ausgespielt werden, dann muss man sich schon noch mal vergegenwärtigen, dass wir es in der Bundesrepublik mit einer Klassengesellschaft zu tun haben. Übrigens auch in den Orientierungen wichtiger gesellschaftlicher Großgruppen. Das kann ich jetzt nicht ausführlich vorstellen, ich will aber eine Sache doch zeigen. Das ist aus einer Elitenbefragung von Michael Hartmann. Und dort sind sozusagen Mitglieder der Top-Eliten, der Wirtschaftseliten, der politischen Eliten gefragt worden nach ihrer Sicht auf die Akzeptanz, sozialer Unterschiede, sozialer Ungleichheit. Schaut doch bitte mal auf die rechten Säulen. Das sind die Mitglieder der Top-Eliten, die sich aus dem Großbürgertum rekrutieren. Nebenbei bemerkt, 75% der Top-Manager rekrutieren sich inzwischen aus dem Großbürgertum. Das ist eine Kaste, die sich zunehmend abschottet und aus sich selber rekrutiert. Und dann schaut mal, bezogen auf diese Aussage, die sozialen Unterschiede sind gerecht. Und dann seht ihr diese große Zustimmungssäule von deutlich über 60%, fast an die 70%. Also es ist überhaupt keine Frage, die sozialen Unterschiede sind gerecht. In unseren Belegschaftsbefragungen, wenn wir das fragen, auch bei Daimler übrigens, ich darf das ja eigentlich nicht sagen, dass wir da erhoben haben, ja, aber auch in großen Automobilunternehmen kommt genau das Gegenteil raus. Ja?
Also auch diejenigen, die AfD wählen, sind in der Regel der Meinung, dass der soziale Reichtum gerechter verteilt werden könnte. Teilweise zweifeln sie sogar daran, dass die kapitalistische Wirtschaft dauerhaft überleben kann, haben massive Systemkritik. Alles sozusagen in einem Topf, Kopf, ganz wichtig. Und ich will, gehen wir nochmal weiter, bevor ich wieder zur Prekarität komme, auch dieses nochmal hinzufügen. Dann muss ich es aber sozusagen mit der ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung sein lassen. Inzwischen wird das ja seit Thomas Piketty breit akzeptiert, nicht, dass die Schere zwischen Arm und Reich, insbesondere bei der Vermögensungleichheit, immer weiter auseinandergeht. Es wird inzwischen auch in Deutschland akzeptiert. Der Chef des DIW, Fratscher, hat gerade ein Buch geschrieben, Verteilungskampf, in den Bestsellerlisten, wo er sehr deutlich sagt, dass die Bundesrepublik das Land ist in Europa, wo die Vermögens- und Einkommensungleichheit am stärksten gewachsen ist. Und um das nochmal zu illustrieren, wovon wir eigentlich reden, benutze ich gerne dieses Schaubild. Leider steht die Auflösung schon da, sonst kann ich das immer mit einer Frage verbinden. Wenn man sozusagen 50.000 Euro abbilden würde mit einem Zentimeter, dann wäre das Durchschnittsvermögen jedes Deutschen bei 1,76 Zentimeter. Und jetzt käme dann die rhetorische Frage, wie groß wäre das Vermögen des bis vor kurzem noch reichsten Deutschen, inzwischen verstorben. Das ist Herr Albrecht gewesen, er lebt nicht mehr, all die Märkte. Wie groß müsste die Säule sein, um das eigentlich abzubilden? Vielleicht können Sie die hinten nicht sehen und schätzen. Also in der Regel kommen dann so 4 Meter, 400 Meter. Es sind aber 4,14 Kilometer. Das heißt, das passt auf kein Schaubild. Ja, das würde hier durch die Decke gehen und so weiter. Ja. Also es sind Relationen. Die man sich kaum vorstellen kann, weshalb eigentlich auch klar ist, dass das löst gar nicht Sozialneid aus, weil das außerhalb des Vorstellungsvermögens ist. Nicht? Das, was Bewusstsein konstituiert, sind die Unterschiede zum Nachbarn, zu den sozialen Nachbarn. Was habe ich, was hat er nicht? Das und diese Art von dysfunktionalem Reichtum wird in der Regel nicht zum Thema. Ich sage das deshalb, weil... Jetzt gehen wir weiter, Prekarität, Tendenz zur prekären Vollerwerbsgesellschaft, weil das Phänomene sind, die ein bisschen quer zu Vermögens- und Einkommensungleichheit laufen und weil sie Spaltungslinien innerhalb derjenigen Klassen und sozialen Gruppen, die von Lohnarbeit, Erwerbsarbeit leben müssen, erzeugen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man sich vor Augen führen muss. Was meint jetzt Trend zur prekären Vollerwerbsgesellschaft? Das kann man hier sehr gut sehen. Wir haben ja das deutsche Jobwunder, nicht? Rekordzahl an Erwerbstätigen geht auf die 44 Millionen zu. Wenn man sich aber anschaut, wie groß das Volumen an bezahlter Arbeit ist, das zu verteilen ist, dann würde man sehen, wenn man 1991 als Stichdatum nimmt, dass das Volumen an bezahlten Arbeitsstunden über einen langen Zeitraum gesunken ist und dann langsamer angestiegen ist als die Zahl der Erwerbstätigen. Und erst in jüngster Zeit, steht übrigens in Verbindung mit dem Mindestlohn, haben wir sozusagen wieder eine stärkere Zunahme dieses bezahlten Arbeitsvolumens. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein schrumpfendes Volumen an bezahlter Erwerbsarbeit ist auf mehr Schultern zu verteilen. Jetzt könnten wir sagen, wunderbar, nicht? Alle arbeiten wir weniger. Nicht? Das ist ja auch in den... Zahlen hier sehr schön abgebildet, pro Arbeitnehmer, nicht? Also hier sieht man es noch nicht. Ich will mal sehen, ob ich ein besseres habe. Haben wir ein besseres? Nee, haben wir nicht. Nochmal zurück. Okay, also hier sieht man es nicht. Aber was man hier sieht, ist, das bezahlte Arbeitsvolumen, was auf Vollzeiterwerbsstellen verteilt wird, schrumpft. Das bezahlte Arbeitsvolumen, was auf Teilzeitstellen, zu Teilzeit gehört jetzt alles Mögliche, nicht? Verteilt wird, nimmt deutlich zu. Die Teilzeitquote nimmt zu. Besser kann man es sehen auf der nächsten Folie. Das ist der Zeitraum zwischen 2000 und 2012. Da sieht man, die Zahl der Erwerbslosen geht um fast 1 Million runter. Gleichzeitig nimmt aber auch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um fast 1,5 Millionen ab. Und das, was wächst, ist A, die Erwerbstätigkeit insgesamt,
Und das geht vor allen Dingen auf das Konto von Solo-Selbstständigen, geringfügigen Beschäftigten herkömmlicher Teilzeit und darin integriert ist selbstverständlich auch die Leiharbeit, sind die Werkverträge und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben ein Wachstum der Erwerbstätigkeit, das in erster Linie getragen wird von nicht standardisierter und häufig eben prekärer Beschäftigung. Jetzt gibt es kluge Leute vom DEW und anderswo, die sagen, alles schön und gut, aber Teilzeitarbeit ist zum Beispiel im Westen bei vielen Frauen eine erwünschte Beschäftigungsform. Stimmt, trifft zu, im Osten ist es schon wieder anders. Aber selbst für diejenigen, die Teilzeit freiwillig wählen, wird der Kollege Schneider gleich was zu sagen, nehme ich an, wenn die dann das auf Dauer machen, und soll ja mal vorkommen, dass sie sich von ihrem Kerl trennen, meistens nämlich Frauen, dann können die mal drauf gucken, was die an Rente rauskriegen, wenn sie dann darauf angewiesen sind. Das heißt, das Prekaritätsrisiko ist bei allen nicht standardisierten Stellen, Beschäftigungsverhältnissen überdurchschnittlich groß, das Prekaritätsrisiko, das Armutsrisiko und so weiter. So, das ist aber noch nicht alles. Nächste Folie. Warum? Weil natürlich in dieser ganzen Blase zu nicht standardisierter Beschäftigung vieles fehlt, unter anderem fehlt die Niedriglohnbeschäftigung. Wir haben kontinuierlich in der Bundesrepublik seit 1997 Niedriglohnanteile, die gestiegen sind auf 22, dann bis 24%. Wir haben die stärkste Dynamik, Litauen ist noch vor der Bundesrepublik, und ein erheblicher Teil dieser Niedriglohnverhältnisse ist natürlich Vollzeitbeschäftigung, die gar nicht auftaucht sozusagen in den Statistiken nicht standardisierter Arbeit. Weiter. Ja, jetzt sind die Zahlen zum Niedriglohnsektor. Wir sehen das hier. Wir haben 2013 noch über 8 Millionen gehabt. Daran wird übrigens die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, die ich sehr begrüße und ja auch mitgefordert habe, erst einmal gar nichts ändern, weil 8,50 Euro natürlich ein prekärer Lohn sind. Kein Lohn zum Leben, sondern ein Prekaritätslohn. Unterbietet oder macht Schluss mit der ärgsten Schmutzkonkurrenz, ist aber noch kein Lohn zum Leben. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Weiter. Überspringen wir jetzt mal. Minijobs, befristete überspringen wir auch. Wichtig ist, der Bernd hat es angesprochen, eine Sache, die ich ansprechen will, weil sie in den gewerkschaftlichen Diskussionen eine große Rolle spielt. Die Leiharbeit, die immer noch quantitativ nicht so bedeutend ist, qualitativ aber immens bedeutend, insbesondere in mittleren und größeren Betrieben, seit sie stärker reguliert ist, weichen die Unternehmen in die Werkverträge aus. Das ist aus einer Betriebsrätebefragung der IG Metall auf die Frage, ob in den Betrieben Werkverträge angewendet werden, fast 70% ja. Und nächste Folie, auf die Frage, ob es überwiegend eine Verschlechterung der Arbeitsstandards bedeutet, sagen 73% ja. Das Problem ist aber noch viel schärfer. In den Großbetrieben wissen die Betriebsräte in der Regel nicht mehr, wer durchs Werkstor kommt, weil man Beschäftigung vergibt an einen Subunternehmer, der wieder an einen Subunternehmer vergibt, und die Leute werden dann zu polnischen, zu tschechischen, zu bulgarischen Löhnen beschäftigt, arbeiten aber möglicherweise vor Ort auf der Baustelle und so weiter. Das heißt, eine versteckte Form der Leiharbeit mit einer extremen Form des Sozialdumping und einer extremen Form der Ausbeutung. Aber wir haben sie nicht nur in diesem Bereich. Wir haben die Werksvertragsvergabe gerade auch in hochqualifizierter Beschäftigung. Wir haben sie im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Wir haben in großen Unternehmen gefragt, ich darf jetzt nicht sagen, welches sie sind, und wie, die Zahlen darf ich auch nicht sagen, aber es ist so, dass das Volumen der Werkverträge, die im wöchentlichen Global Sourcing vergeben werden, also man schreibt international aus, entscheidet wöchentlich neu, was drin bleibt, was rausgeht, die Volumina, die für so etwas ausgegeben werden, sind größer als die offiziellen Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Also es ist ein Pulverfass. Und zwar eines, an das die Betriebsräte auch gar nicht so richtig gerne rangehen, weil es sozusagen ihre Flexibilitätsressource ist,
mit der sie einiges abfedern, mit der sie Politik machen und so weiter. Also ein richtiges Pulverfass, aber natürlich ein Prekarisierungstreiber ersten Ranges. Weiter. Das ist mir jetzt ein wichtiger Punkt, dann schließe ich auch diesen Block ab und komme dann nur noch mal zu den Schlussfolgerungen. Es wird immer argumentiert, auch diese neue Studie des DIW, die da im Gewerkschaftsbereich über die IGBCE stark diskutiert wird, es wird immer argumentiert, wer sich nur auf die Prekären konzentriert, konzentriert sich auf die Ränder der Beschäftigungsgesellschaft und lässt die Mehrheit außen vor. Das ist eine Fehlorientierung. Daran ist nur eines richtig, man darf sich nicht nur auf die Prekären konzentrieren. Aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es ist natürlich überhaupt nicht so, dass wir vollständig separierte Arbeitsmärkte haben, wo es den einen gut geht und die anderen sind eben in prekären Verhältnissen. Sondern das, was wir zeigen und schon in vielen Studien gezeigt haben, ist, es gibt so etwas wie einen Boomerang-Effekt der Prekarisierung. Das heißt, prekäre Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse disziplinieren auch diejenigen, die noch in sicherer Beschäftigung sind. Und das haben wir in zig Variationen. Ja? Wir haben das bei den Gruppensprechern im großen Automobilwerk, die sagen, die Leiharbeiter sind gut. Haben sie bei 30.000 Beschäftigten gerade mal 500 gehabt, als wir da waren. Die sind gut, machen unsere Beschäftigung sicherer, sorgen dafür, dass wir nicht die Fachkräfte von den kleinen Unternehmen abziehen müssen. Aber, das ist sozusagen das Pegida-Aber. Aber, wir haben gesehen, nach 6 Wochen können die alles, was wir auch können. Und in der nächsten Krise, möglicherweise sind die Zukunft und wir das Auslaufmodell. So, und das treffen wir, das finden wir in der großen deutschen Ich will jetzt die Beispiele nicht alle aufzählen. Nicht? Das war das erste Mal, die erste Forschung, wo wir sowas hatten. Und es hat sich in zig Varianten wiederholt. Der springende Punkt ist, dass die Beschäftigten, selbst wenn sie ihre Beschäftigung nicht akut bedroht ist, die Festangestellten, sozusagen dazu tendieren, ihre Festanstellung als Privileg zu betrachten. Dass es mit Zähnen und Klauen zu verteidigen gilt. Und zwar durchaus reflektiert, weil die Festanstellung der Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe ist. Die ich verliere, wenn ich die Festanstellung nicht mehr habe. Und deshalb tue ich alles, das zu verteidigen. Und das bedeutet, ich nehme eine Menge in Kauf. Das, was da zu sehen ist, die Belastung im Job, ganz vorne, zu viel Arbeit, Termindruck etc., der Stress, ja. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man geneigt ist, um die Festanstellung zu verteidigen, viele Kompromisse bei Arbeitszeiten, bei Stress und so weiter zu machen. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Es ist nicht die einzige Ursache, der disziplinierende Druck der Prekarisierung, aber es ist eine entscheidende Ursache. Und jetzt die letzten beiden Folien, dann bin ich zu, nee, weiter, das überspringen wir alles. Die beiden brauche ich nochmal zurück. So, wozu kann das führen? Der Bernd hat es schon angesprochen. Bitte nochmal zurück auf die, ja, da haben wir es. Also wir haben, das sind Untersuchungsergebnisse aus einem Automobilbetrieb in Süddeutschland, 5000 Beschäftigte, gewerkschaftlicher Organisationsgrad, weit über 90% im Arbeiterbereich. So, und wir haben befragt, sowohl die Belegschaft, das sind Arbeiter und produktionsnahe Angestellte bis hin zu Meistern. Wir haben die Sachbearbeiterinnen und Bearbeiter befragt, kaufmännische und technische. Und wir haben die Manager befragt. Und jetzt schaut euch mal an den Indikator für Sozialdarwinismus. Eine Gesellschaft, in der jeder aufgefangen wird, ist auf Dauer nicht überlebensfähig. Zustimmung bei den Arbeitern, wie gesagt, gewerkschaftlicher Organisationsgrad weit über 90%, 51%. 51%. Die Zustimmungswerte sind höher als bei den Sachbearbeitern und den Managern. Die gleichen Arbeiter sind aber mehrheitlich auch der Meinung, dass Hartz IV eine sozialpolitische Grausamkeit ist. Und jetzt gehen wir mal weiter. Nee, nochmal zurück. Sie sind aber auch zu 54% der Meinung, dass mehr Druck auf Langzeitarbeitslose ausgeübt werden muss. Ja? So, als wir das gezeigt haben im Betrieb, super Betriebsrat, muss ich sagen, kenne ich schon ganz lange. Der Betriebsrat gesagt, die Kollegen haben die Frage nicht verstanden. Dann haben wir Folgendes gemacht, dann sind wir hergegangen und haben gesagt, jetzt untersuchen wir qualitativ, untersuchen nur Vertrauensleute. Und das war, also wir haben 5 gebraucht, hatten wir alle Typen
die wir identifiziert hatten, sozusagen als Person. Der erste kam rein, super Vertrauensmann, sagte, boah, Hartz IV, ich habe nichts gegen Hartz IV, Leute, ich kenne auch welche. Also ich habe gar nichts gegen die. Und dann kommt das Pegida aber wieder, aber, seien wir ehrlich, die Hälfte von denen will doch auch nicht mehr. Ja? Das nennen wir Tendenz zu exklusiver Solidarität. Man ist solidarisch, auch gegen oben, aber bevorzugt mit der eigenen Bezugsgruppe, den Festangestellten, und man ist solidarisch gegen anders und unten. Und das anders und unten kann unterschiedlich gefüllt sein. Das anders können Migranten sein, das können faule Griechen sein und das unten können Hartz-IV-Bezieher oder Wohlstandsflüchtlinge oder anderes sein. Das ist eine Tendenz, die sich spontan durchsetzt, wenn Gewerkschaften nicht gegensteuern. So, und das ist jetzt das allerletzte, was ich sage. Ich habe wahrscheinlich viel zu lange geredet, schon länger, viel länger als eine Viertelstunde, aber das will ich wenigstens noch sagen. Was ist neu? Diese Tendenz setzt sich nicht bruchlos durch. Das, was wir in unseren neuen Studien finden, wo wir gezielt untersucht haben, die gewerkschaftlichen Organisierungserfolge in Ostdeutschland bei IG Metall und NGG, ich fasse es jetzt grob wie folgt zusammen, ist: Erstens, an der Lohnfrage brechen Konflikte auf. An der Lohnfrage haben wir nicht gedacht. Nicht? Soziologen kommen, dann noch wachstumskritisch. Und jetzt plötzlich die IG Metall, wir wollen mehr. Ja, Hartmut Rosa, mein Kollege, hat gleich getobt, als er die Plakate gesehen hat an allen Bahnhöfen. Wir wollen mehr, da siehst du es, deine Gewerkschaften. Ökologisches Desaster. Der Punkt ist aber, es trifft genau einen Nerv. Ja? Also die Streiks, die Rekrutierungserfolge, die Organisierungserfolge von Gewerkschaften, die wir untersucht haben, brechen an der Lohnfrage auf. Aber mit der Lohnfrage verbunden sind gleichgewichtig drei weitere Problemkomplexe. Im Osten, Ost-West, also das nach wie vor bestehende Lohndifferenzial, was als ungerecht wahrgenommen wird. Zweitens das Fabrikregime. Undemokratische Fabrikregimes und der Arbeitgeberwiderstand gegen Organisierung, der immer härter wird. Und zwar auch in neuen Bereichen wie Amazon und so weiter. Ja? Gar nicht nur in alten Buden, wo nicht mal Mitbestimmung zugelassen wird. Und drittens, ganz entscheidender Punkt, die Verknüpfung von Arbeit, Leistungsdruck, Privatleben, Freizeit, Arbeitszeit. Das ist, glaube ich, der größte Problemkomplex überhaupt. Und der bricht nur deshalb am Lohn auf, weil es gegenwärtig nichts anderes gibt, was es politisiert. Lohn wird zu einer Chiffre für ein besseres Leben, gewissermaßen. Das ist der springende Punkt. Dazu könnte man noch viel sagen, ich beschränke mich auf folgenden Satz. Das, was neu ist, ist, dass auch junge Leute in prekären Beschäftigungsverhältnissen vollständig sozusagen zu der Generation gehören, die jetzt nachwächst und sagt, na gut, ich habe 4 Jahres Arbeitsvertrag, aber wenn ich den verliere, gehe ich zum nächsten seelenlosen Arbeitshaus. Der Arbeitsmarkt gibt es her. Ich will jetzt mehr Lohn und ich brauche ihn jetzt. Und ich bin bereit dafür zu streiken. Eine ganz erstaunliche Tendenz. Aber die gleichen jungen Leute, die in die Gewerkschaft gehen, mit einer hohen Erwartungshaltung, die sich an Streiks beteiligen, machen ihr Like bei Pegida oder schlimmer noch bei der NPD. Als der IG Metall-Vorsitzende gesagt hat, wer hetzt, fliegt, sind in Dresden 300 Mitgliedsbücher geflogen. Ja? Das heißt, man kann überhaupt nicht davon ausgehen, dass selbst die Bereitschaft, sich aktiv an Streiks zu beteiligen, in irgendeiner Weise nach links politisiert. Das ist ein ganz springender Punkt. Drei Schlussfolgerungen daraus. Erstens, ich glaube, dass die Linkspartei, ich kann ja nicht alles als Partei machen, aber gut beraten ist, diese Tendenz zu gewerkschaftlicher Erneuerung kämpfen, die weiblicher werden, die prekärer werden, die unkonventioneller werden, die sehr nachdrücklich zu unterstützen. Und lasst mich das offen sagen, ich komme aus Thüringen. Da haben wir einen Ministerpräsidenten von der Linken. Ich habe dafür mitgefightet, dass das Realität wird. Aber ich sage ganz offen, in der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik waren wir schon weiter, als wir es gegenwärtig sind. Und das ist natürlich ein springender Punkt, weil die Leute im prekären Bereich, die wollen, dass ihnen jetzt geholfen wird. Die wollen, dass jetzt was anders wird. Und wenn das enttäuscht wird,
Dann kann man noch so viel reden und noch so viele Besuche machen. Besuche sind immer gut, reden ist immer gut, aber es wird nichts reichen, wenn sie nicht sehen, dass sich was verändert. Das ist ein springender Punkt. Zweite Schlussfolgerung, bin ich ganz bei Bernd. Ich glaube, dass man in dieser Frage klareste Kante zeigen muss. Und zwar in folgender Weise. Es gibt keine Alternative dazu, sich mit den Schwächsten der Gesellschaft zu solidarisieren. Das sind gegenwärtig die Fluchtmigranten. Ich sage sehr deutlich, Diskussionen über Flüchtlingsobergrenzen, die sollen andere führen, nicht Linke. Und das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich sage das deshalb, weil ich vor dieser Veranstaltung mit ein paar Linken in Thüringen gesprochen habe. Ja? Das ist ganz schlecht. Die zitiere ich jetzt indirekt. Ich meine das aber genauso selbst. Es ist ganz schlecht, wenn die an der Basis einmal aus dem Fernsehen hören, wir sind absolut solidarisch und stehen in der Flüchtlingsfrage, und dann hören sie das Dementi von anderen führenden Linkspolitikern. Das geht nicht. Das geht nicht. Da in so einer wichtigen Frage muss man mit einer ganz klaren Stimme sprechen. Ja? Und da hilft es nichts. Da muss man durch, so schwierig das ist. Und wenn man in einer solch basalen Frage anfängt, vielstimmig zu werden, so sehr ich für eine pluralistische Linke ansonsten bin, in dem Punkt geht es überhaupt nicht. Ja. Und ich will einen letzten Gedanken dazu fügen. Ich kann es jetzt nicht konkreter machen. Ich glaube, das, wofür eine Linke eintreten muss, ist ein Gegenbegriff von Solidarität zu dem der exklusiven Solidarität. Ja? Also es braucht Maßstäbe, um klarzumachen, dass man nicht Solidarität auf Kosten von üben kann. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ich glaube, dass wir über die Prekarisierungsdiskussion wahrscheinlich auch wieder an eine Klassen-, eine Ausbeutungsdiskussion kommen werden. Jedenfalls diskutieren wir im wissenschaftlichen Bereich in diese Richtung. Das heißt, wir müssen die Verursacher nicht als Person, sondern im Sinne der Verursacher in der Betätigung sozialer Verhältnisse, dessen klar benennen, die sozusagen mit überbordendem Reichtum Verantwortung tragen dafür, dass sozusagen Krisenpotenziale expandieren in der Gesellschaft. Diese Debatte muss geführt werden, die muss mit wirklich langen Atem geführt werden, und es fängt bei der Steuerpolitik an. So wie ich das sehe, haben die Grünen inzwischen aufgegeben, steuerpolitisch überhaupt noch über Umverteilungsfragen nachzudenken. Es ist ganz schwierig, an diesem Punkt überhaupt Verbündete zu gewinnen. Thomas Piketty sagt dazu immer, okay, wenn der Reichtum nicht besteuert wird, geht es ins Desaster. Und manchmal ändern sich Gesellschaften nach dem Desaster. Wäre aber besser, wir würden sozusagen um Alternativen kämpfen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Danke.